Hallo und herzlich willkommen zur Einführungsfolge von Domi Talked. Ich bin's, der Dominik. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, was ist Domi Talked? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich spreche über Dinge wie zum Beispiel Gaming News, was zum Beispiel für neue Spiele auf den Markt kommen, was dort passiert, was man da machen muss oder was sich in den neuen Updates zum Beispiel in anderen Spielen verändern wird. Und vieles andere, das ist schon mal ein Teil davon. Und es fing leicht an mit Battlefield 4 von den Gameplays, die mal vor einigen Monaten rausgekommen sind. Da fing ich schon an mit Gaming News. Und das Domi Talk kommt jetzt ein Jahr nach der Überlegung von mir. Und es lag daran, dass ich zu einem keine Kamera hatte. Ja, ich wusste auch nicht, wie ich das genau anstellen sollte. So, und jetzt habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht, schon ein paar Tage lang. Und jetzt möchte ich es gerne euch präsentieren. Und dadurch mache ich jetzt erstmal diese kleine Einführungsfolge, damit ihr Bescheid wisst, was Domi Talked ist. Und kommen wir zu den Sachen, was in Domi Talk passiert. Also zu einem Gaming-News, was ich gerade schon erwähnt hatte. Und ich werde euch auch erzählen, was in Zukunft passieren wird auf diesem Kanal. Zum Beispiel kommende Projekte, was sich genau verändern wird. Und so weiter und so weiter. Zum Beispiel, ihr kennt ja unseren Controller, der PS3-Controller, der zerbrochen ist. Der wird in diesem Jahr noch ausgewechselt durch einen selbstgebastelten Controller. Vorgezeichnet durch meine Mutter. Ja, und zu einem ist das eine Hälfte ein PS3-Controller und zur anderen ein Xbox 360-Controller, der dann sozusagen in der Mitte zerbricht. Also genauso eigentlich wie unser alter Controller, nur eben halt selbst gemacht, nicht irgendwo einfach von Google, von den Bildern kopiert und eingefügt und ein bisschen bearbeitet. Klar, so ein Bild, was man schon, wie lange haben wir das, 1,5 Jahre jetzt oder ein Jahr, schon länger, so einfach wegzugeben, weil das ist jetzt schon unser kleines Markenzeichen, finde ich, es tut auch so ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man muss auch was Eigenes auf die Beine stellen. Und das ist zu einem der Dinge, was sich ändern wird. Dann werde ich mir Mühe geben, endlich mal einen geordneten Upload-Plan zu machen. Ja, das war schon vor 1,5 Jahren der Plan. Da hatte ich noch Gedanken über 500 Folgen am Tag. Klappt nicht. Es sollte nur eine Folge am Tag kommen, vielleicht auch mal zwei. Zum Beispiel um 15 Uhr, kennt ihr das ja jetzt schon, kommt Minecraft oder FIFA in halt zwei Tage Unterschied. Und um 18 Uhr kommt eben halt Worms, Speedrunners, CSGO und noch andere Dinge. Zum Beispiel, wenn jetzt in Kürze kommt ja jetzt auch City Skylines raus. Das ist zum Beispiel ein neues kommende Projekt. Und da müsste ich mir auch noch eine Zeit überlegen. Das wird auch jeden zweiten Tag kommen, wie jedes andere Projekt eigentlich. Und da ist, also bei jedem Projekt ist es mir wichtig, dass es regelmäßig kommt. Weil ich jetzt schon einmal oder mehrmals gelesen habe, ja, wann kommt denn wieder FIFA? So. Und zwar gab es einmal eine etwas längere Pause, ich glaube 2 Wochen oder so, oder 3 Wochen von FIFA. Das Problem war, ich kam einfach nicht zum Uploaden bzw. zum Rendern. So. Oder ich habe das auch vergessen zu rendern, so um hochzuladen und so weiter und so weiter. Bei Minecraft ist es ein bisschen anders. Wir nehmen sehr viel im Voraus auf und ich habe noch einige Folgen im Voraus, Verzeihung, auf dem PC. Und die müssen zum Beispiel auch noch gerendert werden. Das ist ein großes Problem. Und da bin ich jetzt gerade wieder dabei, weil heute muss ich hochladen. Weil es müssen wieder Folgen online gestellt werden, da sonst irgendwann eine Nachricht kommt, ja, wo ist denn wieder Minecraft? Was gibt es noch? Mal kurz gucken. Ja, kommende Projekte. Das war es eigentlich zu diesem Thema. Also regelmäßig immer die Zeiten einhalten, das versuche ich.
Es kann natürlich auch manchmal sein, dass ich es nicht schaffen kann, werde, weil demnächst jetzt, wir haben jetzt schon Anfang März, also heute ist der, warte mal, ich weiß es gerade gar nicht. Ein Moment, der 3. März und Ende des März, beziehungsweise auch Anfang April, schreiben wir im ganzen Team, ja, fast alle im Team, unseren schriftlichen Prüfungen. Und da kann es natürlich sein, dass mal eine Folge ausfällt. Aber davor, also wir haben jetzt gerade Ferien, das ist gut, hier in Hamburg. Deswegen gebe ich mir jetzt gerade Mühe, viel vor hochzuladen, also im Voraus hochzuladen, so dass ihr auch in der Zeit, wo wir die Prüfungen schreiben, die Folgen gucken könnt. Und das wird auch, glaube ich, wann wird April, Mai, Juni? Juni, Mai, Juni sind unsere mündlichen Prüfungen. Da wird es genauso sein. Ich glaube, da wird es sogar noch schlimmer sein als jetzt bei den schriftlichen Prüfungen. Weil jetzt haben wir ja noch vieles im Voraus, aber ein, zwei Monate später haben wir wieder kaum was, weil Minecraft geht ja auch schnell immer raus. Und da müssen wir auch wieder demnächst aufnehmen. Und das war's eigentlich zu kommende Projekte, beziehungsweise, naja, was kann man. Also, City Skylines ist ein kommendes Projekt, was kommen wird. Das Spiel kommt am 10. März raus. Es kommt nicht direkt am 10. März auf dem Kanal, da ich zu diesem Zeitpunkt nicht hier in Hamburg bin. Es kommt 2 Tage, vielleicht ein Tag später. Klaus-Peter. Und dann, Call of Duty. Ja, das ist ja auch ein kommendes Projekt, eigentlich jedes Jahr. Seit Ghosts habe ich das Let's Played. Also jeden Singleplayer auf jeden Fall. Genauso wie Advanced Warfare. Gabriel und ich haben uns schon so abgemacht, dass wir uns das neue Call of Duty holen werden. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Es soll ja entweder World at War 2 sein oder irgendeinen anderen Titel. Black Ops 3. Darüber würde ich mich am meisten freuen, Black Ops 3. Weil Black Ops 1 war geil, Black Ops 2 war auch geil. Manchmal hat man so Zeiten gehabt, da könnte man den Controller gegen die Wand schmeißen. Aber man hatte Spaß gehabt. Und das war's. Genau, 2016, glaube ich, hat Gabriel zu mir gesagt, kommt Rise of the Tomb Raider. Das werden wir uns auf jeden Fall holen, weil ich Ende des letzten Jahres, also 2014, im Dezember, November angefangen habe mit Tomb Raider. Das ist aus 2013. Das hatte ich nämlich gratis zu der neuen Grafikkarte bekommen. Und das habe ich dann einfach mal angefangen. Und das Spiel war so geil. Es tut mir so ein bisschen leid, dass ich das nicht aufgenommen habe. Aber das Spiel war schon etwas älter. 2013, da haben wir gerade mal den Kanal gegründet. Und das war es jetzt zu kommenden Projekte. Ja, die Minecraft Season 3 bleibt erstmal. Und da sind wir auch vollkommen drin. Beziehungsweise jetzt sind wir nicht gerade drin. Aber wir wollen wieder aufnehmen. Und dann, ja, FIFA wird auch ein durchgehendes Projekt sein. FIFA 16 auf jeden Fall auch. Also ich hoffe mal, dass es gute wird. Ja, das war es dann zu kommenden Projekte. Ja, was sich in der Zukunft ändern wird, habe ich gerade schon gesagt, der Controller. Wir haben schon einen neuen Banner eingefügt. Der wird sich auch nochmal ändern. Wir machen es noch ein bisschen seriöser. Serious. Also wenn wir den neuen Controller fertig haben, wird auch ein neuer Banner kommen. Darauf könnt ihr euch einstellen. Das ist ja nicht das Ausschlaggebende auf diesem Kanal. Ich glaube nicht, ihr geht extra auf den Kanal, um euch die Bilder anzugucken, also den Banner und das Profilbild, sondern eher die Videos. Die Beschreibung, die Kanalinfo-Beschreibung, die wird sich auch nochmal extremst ändern. Ich habe die gar nicht geändert seit 2013, glaube ich. Doch zwischendurch mal einen Link eingefügt oder so. Aber hat sich nichts geändert. Da wird sich auch noch was ändern. Und wir haben jetzt schon ein Jahr überlegt, einen Kanaltrailer zu machen. Den daran werde ich arbeiten. Da habe ich mich schon letztes Jahr dran herangesetzt. Ist schwierig, weil ich versuche, so geile Szenen rauszubekommen, womit man denn zeigen kann, ja, da muss man unbedingt zuschauen auf diesem Kanal. Und ja, darauf könnt ihr euch auch einstellen. Kanaltrailer wird es geben, wahrscheinlich nicht im März, sondern vielleicht ein paar Monate später, vielleicht 1 bis 2 Monate. Und das
Was denn eigentlich, soweit ich weiß? Das ist Dummitort. Also es bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf Gaming News. Vielleicht mache ich ja, also eher auf Gaming News. Darauf könnt ihr euch einstellen. Viele haben das jetzt schon letztes Jahr eingefügt, wo, nachdem ich die Idee hatte. Ich glaube, das war Anfang 2014 hatte ich die Idee. Ich glaube, in den Sommerferien oder so hat jemand schon sowas gemacht wie Gaming News. Und das kotzt mich so ein bisschen an, dass ich das nicht angefangen habe. Weil dann denkt man, ja, der macht's ja jetzt nur noch nach. Ja? Und ich hasse es eigentlich, etwas nachzumachen. Man denkt jetzt wahrscheinlich auch den Controller, ja, ähnelt doch so ein bisschen damit, wir wollen sowas nicht nachmachen. Oder es soll sozusagen, also nicht fast jeder, die haben ja auch einen Controller, auch einen selbstgebastelten Controller. So, wir haben ihn nur zerbrochen. Vielleicht denkt man ja, wir wollen unseren eigenen Controller, weil es eben halt geil ist. Und ja, das war's. Darüber will ich jetzt nicht mehr großartig reden. Ja, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich verliere mal den Faden. Ja, Gaming News. Siehst du, da. Also, ihr könnt euch darauf gefasst machen. Es wird sich so in Abschnitten, also Dummitalk wird in Abschnitten sein. Ein Teil Gaming News, was in Zukunft passiert, und kommende Projekte. Also zum Beispiel, was eine gute Überleitung ist, ein Spiel, was richtig geil ist, zum Beispiel Cities Skylines, das darüber so eine Gaming-News zu machen. Ja, dies und dies, die Entwickler lassen Modder, also Modding total frei und so weiter und so weiter. Man kann das Spiel mit Mods zuklatschen. Und dann kann man ja so eine Überleitung machen, ja, das wird ein kommendes Projekt sein und so weiter und so weiter. Und das war es eigentlich mit der Einführungsfolge von Dummitalk. Ich glaube, das war jetzt genug geredet, gesappelt. Ja, drei Teile sozusagen bei Dummitalk, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen zugeguckt erstmal. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, was ihr davon haltet von Dummitalk. Ihr habt natürlich jetzt nicht so eine richtige Dummitalk-Folge gesehen, aber nur eben halt die Einführungsfolge. Wie ihr die Idee findet. So, das möchte ich gerne mal von euch wissen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Habe ich gerade eben schon gesagt. Verdammt! Und ich würde mich erstmal über eine Bewertung freuen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.